Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der FC Arsenal Trainerkehre und damit hier zu einer ganz wichtigen Folge, denn es könnte sein, dass wir uns heute hier schon den allerersten Titel holen, denn wir haben es tatsächlich in der ersten Saison reingeschafft ins EFL Cup Finale und damit werden wir die heutige Folge beenden. Das heißt, wir haben grundsätzlich gesehen eigentlich nur vier Matches vor uns. Einmal das Match gegen Wolverhampton, das werden wir direkt jetzt zum Start der Folge spielen, denn das ist ein ganz wichtiges Match, wenn es darum geht, dass wir vorne rankommen wollen in der Premier League an die internationalen Startplätze. Dann natürlich nochmal das London Derby gegen Chelsea, auch das werden wir spielen. Gegen Brentford wird das dann die Schnellsimulation werden und dann steht auch schon das Pokalfinale an gegen Liverpool, wo wir einfach bisher echt eine starke EFL Cup Saison hatten. Verdient im Finale stehen, hier in der Premier League sieht es ja nicht ganz so gut aus. Der 9. Platz ist es hier aktuell nach 23 Spieltagen. Damit ist der Plan für diese Folge klar, wir gehen hier direkt rein. Gerne könnt ihr schon mal ein Like oder ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch wieder Kommentare dalassen, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt. Transfers haben wir soweit hier keine gemacht, denn das Team, das steht ja grundsätzlich. Natürlich wäre es vielleicht etwas spannend, aber wir wollen diese Karriere natürlich auch eher realistisch halten, deswegen, wir wollen da jetzt auch nicht übertreiben mit richtig vielen Transfers. Das Team, das soll sich weiterhin gut weiterentwickeln und dann wird, denke ich, die nächste Saison, vor allem wenn es auch schon um die Premier League geht, nochmal etwas spannender werden und heute trotzdem vielleicht dann der erste Titel auch mit diesem Team, was sich noch ziemlich im Umbruch befindet. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie wir uns hier schlagen können, denn eigentlich sind wir hier wirklich das bessere Team mittlerweile. Wir hatten zwar auch schon ein Match gegen Wolverhampton im EFL-Pokal, dort haben wir sie geschlagen am Ende, deswegen stehen wir eben auch heute im Finale. Dort waren wir aber noch recht gleich stark wie Wolverhampton. Mittlerweile sollten wir eigentlich sogar besser sein, würde ich sagen. Gegen die Top-Teams halten wir mittlerweile auch schon besser mit, holen dort aber meistens dann keine Punkte. Hier müssen es eigentlich drei Punkte werden, wenn wir vorne rankommen wollen. Ball gewinnt Tchouaméni, gibt dann den Freistoß hier natürlich. Aber das Match läuft aktuell so vor sich hin. Keine wirklich ganz gefährlichen Möglichkeiten von beiden Teams. Jetzt hier vielleicht mal guter Pass durch. Und das war dann gar nichts hier von Vlahovic. Gefährliche Grätsche, wir brauchen nicht nochmal rot nach der Doppelsperre im Nordderby in der letzten Folge. Und dann geht der Pass aber leider durch rein. Vielleicht hätte ich da schon irgendwo reingrätschen können, aber da ist dann zu viel Platz in der Mitte. Das war die erste richtig gefährliche Möglichkeit leider. Hier ist zu viel Platz zum Flanken und dann auch in der Mitte. Schade, dass er so frei hier steht. Da kann ich dann eher wenig machen, da hätte ich vorher schon an den Ball kommen müssen. Da stehen wir gerade gar nicht gut. Gut durchgespielt von Wolverhampton. Das ist das 2:0. Hier einfach dann hinten mit zu wenigen Spielern. Der Pass nochmal rüber. Smith Rowe, Flanke rein. Die kommt gut. Locek aus Netz. Vielleicht einmal der Eckballtreffer. Der kommt gut. Locek. Und nochmal dann. Locek kommt dann nicht zum Abschluss. Und wenn ich gerade so nachdenke, was wir in der Verteidigung besser machen könnten, von euch wurde ein Tipp in die Kommentare geschrieben, dass ich hier auf der Xbox RB drücken sollte, weil dann irgendwie anders nochmal gepresst wird. Genau, mit RB kann ich dann hier pressen, dass die Spieler drauf pressen, die eben nicht direkt, also die ich nicht gerade spiele. Dann wird das so grün angezeigt über dem Spieler, wie ihr das vielleicht gerade gesehen habt. Können wir auf jeden Fall öfter versuchen. Danke für den Vorschlag, denn jetzt machen wir hoffentlich den Anschlusstreffer. 76. Minute, was geht hier noch? Bringen wir direkt mal Martinelli rein für Smith Rowe und dann spielen wir das erstmal genauso weiter. 86. Minute. Wir stellen auf voll offensiv um. Nächster Pass nach vorne. Saka bringt die nächste Flanke rein. Nochmal geblockt. Saka nochmal nach hinten. Tomiyasu, nächste Flanke rein. Nochmal abgelegt dann. Und den müssen wir haben mit White. Es gibt den Freistoß und da wird sich leider nichts mehr ausgehen. Wir starten auch hier wieder mit einer Niederlage rein in die Folge. Das gegen Wolverhampton, gegen Chelsea könnte ich es noch eher verstehen, aber hier gegen Wolverhampton, wo wir auch endlich von den Chancen gut mitgehalten haben, ist das halt echt bitter. Zumindest das Unentschieden wäre eigentlich echt verdient gewesen mal wieder. Sollten wir heute diesen EFL Cup gewinnen, dann wäre das alles halb so schlimm. Das ist natürlich das wichtigste Match in dieser Folge. Aber in der Premier League wollen wir natürlich auch trotzdem vorne dranbleiben. Und da haben wir jetzt hier wieder 11 Punkte Rückstand auf diesen internationalen Startplatz. Und jetzt gibt es eigentlich nochmal das wesentlich schwierigere Match, aber vielleicht geht ja hier was. Das Hinspiel ganz klar mit 4:0 verloren, das war unser Team aber wirklich noch in einer ziemlich schlechten Verfassung. Wir hatten auch noch nicht alle Spieler eingekauft. Mittlerweile sind alle Spieler mindestens auf einer 80er Bewertung, das heißt, wir sollten grundsätzlich besser mithalten, wie wir das auch in den letzten Matches gemacht haben. Jetzt wird nur die Frage sein, können wir endlich Punkte mitnehmen und das wird schwer genug werden. Das geht zu einfach. Wir sind mit 1:0 im Rückstand unfassbar schlecht schon wieder verteidigt. Das geht so einfach. Drei Pässe durch und dann stehen sie hier schon wieder vor dem 16er. Schwacher Abschluss eigentlich ja auch. Wir legen das Ding ganz locker rein ins Tor. Ich habe hier gerade was ausprobiert. Nämlich habe ich hier eingestellt, konservatives Abfangen. Aber jetzt sind die Verteidiger dann halt so gut wie gar nicht drauf gegangen. Versuchen wir es hier einfach jetzt mal mit energisches Abfangen. Engere Deckung haben wir eigentlich auch schon alles versucht. Probieren wir das jetzt trotzdem auch nochmal. Ich weiß halt nicht so wirklich, weil wir halt einfach defensiv immer probieren. Haben eigentlich egal auf welchen Einstellungen. Etwas Ballglück, wir bleiben am Ball. Vlahovic, Ødegaard, der muss rein.
Und wenn wir die Dinger dann auch nicht reinmachen, dann ist es kein Wunder, dass wir hier wieder in Rückstand liegen zur Halbzeit. Die kommt gut rein, die Flanke, Logic, und endlich dann der Anschlusstreffer hier, oder besser gesagt der Ausgleich. Musste doch mal passieren. Verdient auf jeden Fall, nachdem wir vorhin schon wieder diese Riesenmöglichkeit liegen gelassen haben. Gut rausgespielt, hier die Flanke rein und einfach mal das Kopfballduell gewonnen. Ausgleich doch noch hier vor der Halbzeit, ganz wichtig. Bisher fehlen noch die guten Möglichkeiten in Halbzeit 2, das war nicht gut von Saka. Lukaku gerade eingewechselt worden. Macht uns das natürlich nicht gerade leichter beim Verteidigen. Dann werden wir jetzt Rüdiger rausnehmen, bringen da Martinelli rein, Smith-Rowe damit ins ZOM hier reinziehen, nehmen das Tempo hier nochmal etwas raus, kontrollieren das Spiel, 82. Minute. Jetzt der Pass auf Martinelli, eingewechselt, kein Abseits, doch Abseits. Und er wird wohl nochmal die Flanke geben, es gibt nochmal den Eckball. Jetzt müssen wir hier nur noch diesen Punkt mitnehmen und der wäre echt verdient am Ende. Spielen sie kurz ab, den sollten wir eigentlich haben, weg damit. Und damit war es das hier. Leider natürlich nicht mehr die Kontermöglichkeit, aber nehmen wir diesen Punkt mit. Das ist nicht schlecht gegen Chelsea. Schade natürlich, dass wir gegen Wolverhampton verloren haben. Zumindest dort hätten wir uns den Punkt verdient gehabt. Damit heißt es weiterhin natürlich nur Platz 11, aber jetzt sollten es dann eigentlich wieder 3 Punkte werden. Jetzt müssen es 3 Punkte werden, nämlich spielen wir zu Hause gegen Brentford. Und dann müssen wir diese 3 Punkte eigentlich mit der Schnellsimulation holen. Das ist der 3:1-Sieg. Logic macht tatsächlich den Hattrick. Und dann wären wir auch schon angelangt hier beim letzten Match, was wir hier spielen in dieser Folge. Vielleicht werden wir danach noch schnell ein paar Matches simulieren, aber jetzt heißt es hier endlich Carabao Cup Finale. Das Match gegen Chelsea lief zumindest im Großen und Ganzen gut, vor allem seit der Umstellung. Seitdem haben wir ja keinen Treffer bekommen dann. Das heißt, bei den Stürmern haben wir Abwehr überlaufen eingestellt, bei Tchouaméni haben wir hinten bleiben bei Angriffen eingestellt und hier bei den Verteidigern stellen wir jetzt energisches Abfangen mit engerer Deckung ein. Kann natürlich jetzt auch Zufall gewesen sein, dass wir einfach keinen Treffer mehr bekommen haben, aber grundsätzlich haben wir echt wenig zugelassen. Damit geht es jetzt hier rein in dieses Finale. Wembley Stadium, let's go. Und da sehen wir unsere Spieler, die uns hier reingeschossen haben ins EFL Cup Finale. Einmal gab es ein Elfmeterschießen und die anderen Matches haben wir dann recht locker gewonnen. Einmal glaube ich ein 4:1, einmal ein 3:1 in etwa. Und am Ende sind wir auf jeden Fall echt verdient im Finale gegen Leicester City. 2:0 das Hinspiel zu Hause gewonnen, das Rückspiel dann simuliert. Und damit gibt es hier jetzt dieses Finale gegen Liverpool, wo wir natürlich sicher der Außenseiter sind. Liverpool hat natürlich das stärkere Team. 9. Platz aktuell in der Premier League. Es wäre sicher eine kleine Überraschung, wenn wir hier wirklich direkt in der ersten Saison einen Titel holen könnten. Aber am Ende haben wir es irgendwie reingeschafft hier ins Finale und das nicht zum Unrecht. Deswegen sind wir hier mal sehr gespannt, was hier jetzt geht gegen Liverpool. Guter Pass direkt auf Ødegaard. Vlahovic läuft dann durch. Vlahovic zieht dann ab und macht nicht das 1:0. Da kommt zum ersten Mal Liverpool gefährlich rein. Ramsdale ganz stark. Ødegaard fängt hier zumindest erstmal zur Hälfte diesen Eckball ab. Die Flanke wird nochmal reinkommen. Ødegaard nochmal hier dann dran. Tierney sichert sich den Ball und geht hier erstmal mit ordentlich Tempo. Tierney nimmt da vorne Vlahovic mit, der anscheinend nicht im Abseits war. Vlahovic, der haut das Ding dann nicht rein. Laufweg leider nicht optimal, aber die Dinger sollten wir am Ende trotzdem irgendwie reinmachen. Das ist gut. Das ist auch gut von Saka. Und das ist nochmal gut hier von Tchouaméni. Jetzt müssen wir nur noch diese Flanke reinbringen. Genauso müssen wir die spielen. Und das ist wieder nicht das 1:0. Das gibt's doch nicht. Logic, da ist er am Ball. Abschluss. Und der geht dann an den Pfosten. Ich dachte zuerst, der geht richtig weit neben das Tor. Sah irgendwie für mich so aus. Und dann natürlich die nächste Riesenmöglichkeit. Und das war's dann hier 0:0 zur Halbzeit. Aber bisher echt ein richtig gutes Finale. Geht richtig gut hin und her. Es könnte echt ein 2:2 eigentlich auch sein. Logic dann hier nicht im Abseits. Nächste Flanke rein. Vlahovic. Das war kein Kopfball, das war gar nichts hier. Geht dann sogar nicht ganz durch. Und das ist dann hier zum Glück abseits gewesen. Das wäre unfassbares Pech gewesen. Wird da abgefälscht irgendwie. Und Firmino wird dann noch direkt ausgewechselt. 62. Minute. Es ist unfassbar spannend weiterhin. Martinelli erstmal rein für Smith-Rowe. Damit geht es weiter. 72. Minute. Und da kann wirklich alles passieren noch. Gabriel läuft hier wirklich auch schon richtig viel. Nächster Pass direkt nach vorne. Und jetzt die Flanke rein. Und jetzt ist das 1:0. Kein Abseits. 74. Minute. Und dann ist es wieder Tomiyasu mit seinem zweiten Treffer hier. Direkt wieder im EFL Cup. Trifft die ganze Saison nicht. Und dann trifft er zweimal in den wichtigsten Matches der Saison. Einmal im Halbfinale und hier jetzt im Finale. Die Flanke war wieder perfekt reingespielt. Da war so viel Platz. Und jetzt endlich hauen wir das Ding hier vorne rein.
Und jetzt müssen wir das Ding nur noch durchhalten. Ich glaube, bei einem Unentschieden würde es wahrscheinlich Verlängerung geben. Wir hatten zwar einmal direkt das Elfmeterschießen, aber ich denke, im Finale hätten wir schon direkt eine Verlängerung dann nochmal. Aber denken wir daran erstmal gar nicht. Jetzt einfach nur irgendwie durchhalten. White muss denn eigentlich haben, direkt nach vorne dann. Der kommt dann vorne, der kommt tatsächlich an. Der kommt tatsächlich an. Nochmal rüber, da ist Martinelli, das ist das 2:0, das ist der erste Titel hier. Das gibt's doch nicht, wie haben wir das nochmal zu Ende gespielt hier? Und Martinelli direkt mit dem Assist und mit dem Treffer hier im Finale nach der Einwechslung. Dass hier aber vorne Logic nochmal reingekommen ist an den Ball, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Dann spiele ich das nochmal hoch rüber irgendwie und wir hauen das Ding dann ins leere Tor rein. Und dann schlagen wir hier tatsächlich zum ersten Mal ein Top-Team und das dann ausgerechnet hier im EFL-Cup-Finale. Jetzt müssen wir das Ganze dann nur noch in der restlichen Premier League-Saison hinbekommen und dann packen wir auf jeden Fall auch noch den internationalen Startplatz. Das hatten wir schon oft genug, dass wir gut gespielt haben, aber es am Ende einfach nicht hinbekommen haben, wirklich dann den Sieg oder halt das Unentschieden zu holen. Und jetzt kriegen wir es tatsächlich in Gehen in Führung, legen dann auch direkt nochmal nach mit dem 2:0 und schlagen dann einfach mal Liverpool mit 2:0. Und da kommen wir direkt nochmal hier mit Martinelli. Was war das für eine starke Einwechslung? Legt den Ball nochmal rüber und dann hauen wir hier nochmal das 3:0 rein. Besser kann es doch hier nicht laufen. Unfassbar. Und jetzt habe ich dann leider die Titelfeier einfach übersprungen, aber ja, denke, das ist halb so schlimm, das haben wir ohnehin schon sehr oft gesehen. 3:0 Liverpool im Finale geschlagen. Und natürlich kann es auch wirklich gewesen sein, dass wir einfach bisher Glück hatten, aber ich habe schon wirklich das Gefühl, dass diese neuen Einstellungen jetzt hier mit energischem Abfangen und engerer Deckung es mir zumindest schon etwas leichter machen, das Ding zu verteidigen. Damit würde ich sagen, beenden wir auch schon diese Folge, nehmen wir hier einfach noch schnell die Schnellsimulation mit gegen Watford. Wahrscheinlich wird das dann wieder eine Niederlage oder so. Ich weiß es nicht, machen wir es einfach trotzdem und wir holen den 2:1 und damit können wir jetzt, denke ich, echt mit einem guten Gefühl diese Folge beenden. Und schauen natürlich nochmal auf die Premier League-Tabelle. Auf dem 7. Platz aktuell Wolverhampton. Die haben 7 Punkte Vorsprung, aber 2 Spiele weniger. Also mit 2 Siegen könnten wir auf einmal hier richtig knapp rankommen. Und genau das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich denke, 2 Folgen wird es von dieser Saison noch geben. Vielleicht auch nur eine Folge, je nachdem, wie viele Matches wir dann machen in der nächsten Folge. Das Wichtigste ist, dass wir uns heute diesen EFL-Pokal geholt haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge am Ende dann vor allem gefallen. Ich denke, das Match war auf jeden Fall echt richtig spannend und unterhaltsam. Und damit geht es natürlich dann am Sonntag wieder weiter. Das war's damit von hier. Gerne wieder ein Like oder ein Abo dalassen. Falls ihr es nicht gemacht habt, gerne Kommentare dalassen. Und damit war es das von mir. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.